Das erinnert mich sehr an letztes Jahr. Wir hatten vor der EM auch eigentlich ein sehr schlechtes halbes Jahr, bis Jahr sogar, wo ganz Deutschland gesagt hat, die werden bei der WM, bei der EM nicht mal über die Gruppenphase hinauskommen und haben dann wirklich in England es geschafft, das umzumünzen und einfach an uns zu glauben. Und daran glaube ich jetzt auch bei der WM in Australien.